Da sind wir wieder. Hallo. Wir haben uns eine Route überlegt. Mal gucken, ob die was taugt. Also wir haben 1,5 Kilometer nur zu laufen, aber das Wie der Adler ist. fliegt, wie man bei Herr der Ringe sagen würde. Genau, wie der Sam läuft. Ja. So, Da da kannst du jetzt nicht hoch. kann ich nicht hoch. Genau, ich habe meine Mutter auf dem Rücken. Das ist unangenehm, aber zumindest bin ich nicht alleine. Oh, fuck. Oh, das ist aber. Ach Wie komm. schwer ist die Frau? 50 Kilo. Naja, ich könnte Vorhin hast keine. du 120 gehabt. Stimmt. Aber. Vielleicht solltest du nicht rennen. Ich versuch's. Sam, I don't think I need to remind you, but every minute counts Ja, when ich. transporting ist da jetzt irgendwo eine Zeiteinblendung, oder? Nee, aber jede Minute. Das Oh muss nee, echt noch geradeaus muss geradeaus. ich weiter. 48 hours following cardiac arrest, they go necro and become a fresh PT to make our lives hell. 48 Stunden, naja, Ja, 48 ich schaffe ja Kilometer. wohl für 1,5 Kilometer, ich schaffe ja wohl in unter 48 Stunden. So, da darf ich nicht hoch, glaube ich. Da steht Off Limits. Also gehe ich jetzt mal da lang. Oh ja, das merke Reifen ich selber. schaukeln stärker als Schnee. Versuche, um dich zu fangen. Ja, ich. Das ist echt nicht so einfach, Leute. Also, ich freue mich schon sehr auf später im Spiel, wo wir auch irgendwie dann Fahrzeuge bekommen und sowas. Wo man solche schweren Lasten dann auch ablegen kann. Was Was? piept da? Was the symbol of American Reconstructionism. Even with the country shattered and its people scattered to the four winds, she never stopped believing they could be reunited. Don't People stop held on to their hope that America believing. would rise again because they believed in her. We believe that this country can be rebuilt. America lives Kann ich ein on. Auto nehmen? Da stehen Together with Autos. Bridges Ey, du musst of ja dying durch die spirit. Wildnis latschen. Na und? Dann fahre ich halt bis zum Fluss runter. Das ist die Hälfte des Weges schon mal fast. So, da hinten ist irgendwie. Soll ich da mal einmal kurz hingehen? Hier ist. Zu dem Ich will nur Pfeiler? mal wissen, was da. Nick ist. Das Achso. ist dieser Nick. Yo! Hat Au! ihn. Also da gibt es keine Likes für Unversehrtheit. Nee. Wachturm benutzen. Was ist das denn jetzt? Ah, da kann ich mich hier umgucken. Wachturm kann das Gebiet von einem hohen Punkt aus. Achso, ob da Feinde sind oder so, vielleicht. Guck mal, öffne über. Was ist das für ein Symbol? Über. Ich kann das nicht erkennen. Das Das ist einer von den, Konstruktionsmenü. entweder Option oder der andere. Options ist das, glaube Ja. ich. Der andere Share ist ja für Sharen. Ja. Sharing. Kann ich verschiedene Konstruktionsstufen verfügbare Funktionen. Also Aha. Konstruktionen sind in dem Spiel wohl eben so Crafting-Sachen. Ja. Mach Wahrscheinlich mal. kann ich diese. Nee. Geht da nicht. Ich glaube nicht, dass es jetzt schon geht. Ach so. Menü öffnen, Fracht, Aufträge, Daten. Naja. Ich glaube, ich kann später dann solche Türme auch selber bauen, also um mir ein Gebiet zu erschließen nach und nach. Ist auch alles persistent, also wenn ich was baue in der Welt, dann bleibt das da auch für ewig stehen. Wenn ich da Just like so zum Beispiel eine Brücke über einen Fluss baue, Ja. dann ist die für alle meine Wege dann auch immer da. Deswegen kann man sich nach und nach tatsächlich das Spiel erleichtern, weil die Welt verändert sich ja nicht. Also man ist ja immer in derselben Umgebung unterwegs. Dieselben Berge, dieselben Flüsse und so weiter. Was Ja. machst du denn? Entschuldige, ist nicht so einfach mit so einer Leiche auf dem Rücken. Latsch du mal mit deiner Mutter auf, mit deiner toten Mutter auf dem Rücken durch die Meine Mutter Gegend. ist nicht schwer. Ganz drauf. Deine Mutter ist nicht schwer. Das ist auch wirklich nicht der entscheidende Faktor, sondern dass sie tot ist. Ja, die Band Low Ja, das ist die Band, die auch schon die erste Trailer-Musik beigesteuert hat. Die scheint er gern zu mögen. Er, der heilige Hideo. Der Messias der Spieleentwicklung. Der jetzt auch im Guinness-Buch der Rekorde steht. Seit kurzem. Hat das noch einer? Finde ich das noch einer? Weiß ich nicht. Es gibt es auf jeden Fall noch. Es hat eine Millionenauflage scheinbar. Da vorne ist Da ist irgendwie was. eine Leiter oder sowas angezeigt. Ich gehe da mal hin. Ah, es war voll gemein, dass es jetzt so rauszoomt, weil ich. Wie dumm er sich immer hinpackt, ey. Ich glaube, es soll jetzt gerade so ein bisschen episch sein, so mit der Musik und rausgezoomt und so. Also, lass dich packen. Lass dich Ich verzaubern. pack mich hin, wenn du das meinst. Ich hab doch. Bin ich Und hingefallen? wenn du nur läufst, fällt er dann auch um. Ja. Immer nach einer gewissen Zeit einfach. So, da ist eine Leiter über den Fluss. Die hat ein anderer Spieler da hingelegt. Ja.
Das ist nämlich der Multiplayer von Death Stranding. Man kann sich, man sieht keine anderen Spieler in dem Spiel, aber man kann zum Teil die Dinge, die sie gebaut haben, nutzen. Hm. Was natürlich mega. Nico, man lecker. Ich like ihn gleich ein paar Mal. So, jetzt ist die Frage, wie kann ich die benutzen? Kann ich da einfach so drauf? Wahrscheinlich musst du aufpassen. Ja. Oh, aber dann können wir den Fluss überqueren ohne Probleme, das ist ja schon mal. Ja, uns hätten wir durchwarten müssen. Ja. Sehr schön. Danke, Igor. Danke, du bist ein echter Schatz gewesen, Igor. Genau, es erscheinen, umso öfter man an einem Ort ist, erscheinen wohl, so habe ich es verstanden, mehr von solchen Dingen, die man dann sieht. Also beim ersten Mal, wenn man irgendwo hinkommt, dann erscheint noch gar keine Hilfe. Ja. Weil man soll sich ja auch erstmal selber ein bisschen das Spiel erschließen. Aber wir waren ja hier schon in der Gegend einmal. Wir sind ja von hier gekommen. Achso. Siehst du, hätte jetzt gar nicht mehr gewusst, dass wir hier schon waren. Das ist egal. Ist egal. Ja, ne, so richtig waren wir hier auch noch nicht. Aber hier in der Gegend meine ich so rund um diese Stadt. Das sind diese Pilze. Ich weiß nicht, ob man hier kommt. Das sind einsam im Viereck. So, jetzt hat er sich hier. Kryptobioten. Das scheint was Cooles zu sein. Sam, nicht hinfallen, nicht hinfallen. Oh, jetzt muss ich wieder. Das ist ja das Problem, es ist so weit rausgezoomt, dass ich nicht sehe, ob es L oder R ist. Nur so ein bisschen daran, wohin er sich halt beugt. So, jetzt können wir aber einmal gucken. Wir haben jetzt nämlich schon, glaube ich, eine. Jetzt müssen wir nämlich bald nach rechts. Die Leiter war echt Gold wert. Der nächsten Mal drüben. Ja. Da hinten ist ein schöner Wasserfall. Und da ist Markierung 3. Da wollen wir hin. Random. Stimmt, da können wir nicht hoch. Ja, also, das sah schon so ein bisschen so aus. Guck mal, hier ist das wieder so. Immer wieder Kryptobioten einsammeln. Ich weiß noch nicht genau, wofür es gut ist, aber. Schnapp, schnapp, schnappe die Schnapp. Ah! Oh, dieses Gewiggle die ganze Zeit. Also, das ist vorsichtig. Halt. Vorsichtig. Das ist halt die wesentliche Spielmechanik. Gewichtsverlagerung. Keine Ahnung, was sich Hideo dabei gedacht hat, ganz ehrlich. Der Geländescanner prüft den Bereich. Guck mal, jetzt lernen wir auch, was das alles bedeutet. Gefährliche Punkte wie Steilhänge. Also rutschige Oberflächen, okay. So, dann mache ich das doch mal. Wie war das nochmal mit dem? R1. Ja. Achso, einmal kurz drücken. Ich habe genug gehalten. So, da müssen wir jetzt hoch. Ja, guck mal, da ist was. Da ist was. Das ist mal mehr Leiter. Cool. Das ist aber auch ganz angenehm eigentlich. Achso, das ist Kryptobioten. Ja, die nehmen wir doch mit, wofür auch immer wir sie brauchen. Schnapp, 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 schnapp. Ich hoffe, er isst die nachher alle noch, weil. Achso, nee. Uiuiui. Jetzt ist aber gut hier. Jetzt muss ich hier bergauf, das ist relativ schwierig. Mit so einen Rucksack drauf. Rucksack nennst du das? Ja. So eine Art Rucksack. In der Last. Ein Fleischrucksack. Kann man halt auch immer gleich ja, vielleicht sind das genau die wir jetzt brauchen. Ja. Weil wir wollen ja da in die Richtung. Seile und andere hilfreiche Gegenstände leichter finden. Alles von Igor. Igor denkt mit. Igor ist unser bester Zuschauer, würde ich sagen. Wahrscheinlich kennt er uns nicht, aber er. Dafür kriegt er dann auch Likes. Thanks for the help. Ich hau ihm die Likes rein. So, wie kann ich jetzt. Hier. Thanks for your help, murmelt Norman Reedus vor sich hin. Zurecht. Und das Gute ist, wenn du eben was baust, was jemand anders dann. Jemand anderem angezeigt wird. Oh, fuck. Nein. Was jemand anderem angezeigt wird und er das dann auch nutzt und liked, dann kriegst du die Likes auch auf deinem Konto sozusagen oder wie. Das ist halt so ein bisschen, dass man sich gegenseitig unterstützen soll und so. Das soll das halt fördern und das ist ja echt, würde ich sowas nie machen. Über so eine Leiter? Habe ich schon gemacht, tatsächlich. Über eine Gletscherspalte bin ich schon so. Aber die war fest montiert irgendwie, oder? Nee, die lag da einfach. Da stand hinten einer drauf, der hat so ein bisschen festgehalten. Oh Gott. Und auf der anderen Seite so, auch mit den Füßen, also mit dem Körpergewicht so drauf, dass die Leiter nicht so hin und her wackelt. Das war in Island halt auch, als wir da den Gletscher, die Eiswand bestiegen haben sozusagen. Ja. Die, sozusagen gefilmt wird immer als die Wall bei Game of Thrones. Ah.
Das ist ja fast so eine so 80 Grad steile Wand aus Eis, also ein gefrorener, also so ein Gletscher halt. Da gab es ganz viele so Gletscherspalten. Und da musste man so ein bisschen aufpassen. Aber die waren da ganz professionell. Wir hatten da ja so ein... Ich hätte mich da so auf allen Vieren irgendwie lang krauchen. Ja, nee, das durfte man nicht, weil dann wackelt das noch mehr so. Guck mal, da hinten ist das, das finde ich nicht so geil, ehrlich gesagt. Da fliegt irgendwie schon wieder alles so ja, nach oben, wie bei dem... Vielleicht ist das GD, ja, das soll ja GD-Gebiet sein, also gestrandete Dinge. Gebiet. Gestrandet sozusagen, daher kommt ja der Name des Spiels übrigens auch, falls es noch nicht... bei allen angekommen ist, das sind die Toten, die gestrandet sind in der lebenden Welt sozusagen. Das ist dieses Stranding. Aber natürlich ist es, hat es die Doppelbedeutung, dass es ja auch um Strands, also um Seile geht, die Amerika wieder miteinander verbinden. Und Spiele, die... Ja, genau. Und natürlich auch Präsidentin Strand, die das alles begonnen hat. So, aber jetzt haben wir es geschafft. Haha! So, war doch gar nicht so. Also, ja. Wenn Igor nicht gewesen wäre, hätten wir ein echtes Problem gehabt, möchte ich mal sagen, oder? Ja. Weil, also, ich habe keine Ahnung, wie wir den Berg hochgekommen wären, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht kann man sich da irgendwie festhalten, hochkraufen. Das kostet halt Ausdauer. Ja, ja, wahrscheinlich hätte man da viel mehr mit Ausdauer. Guck mal, geiler Grund, Leute. Viel mehr mit Ausdauer arbeiten müssen. So, das ist jetzt hier das Krematorium, wahrscheinlich irgendwie, ne? Ja, das Burn the President. Kremieren. Ein schönes Wort für verbrennen. Genau, krepieren. Ja, genau. Krematorium, kremieren, Präsidentin Strand, Mama. Es wird hart kremiert. Ich verbrenne nicht, ich kremiere hart. Ist jetzt nicht unbedingt die würdevolle Bestattung. Nee. Aber immerhin darfst du noch ihr rosa Tuch irgendwie mitnehmen. Wenn du tot bist, das ist doch egal. Ich sehe das auch, ehrlich gesagt, immer so ein bisschen so, ich weiß, so Totenrituale und so, ich finde, das ist, man sagt ja immer, der Fortschritt einer Gesellschaft zeigt sich daran, wie sie mit ihren Toten umgeht. So. Das ist ein so ein klassischer Historiker. Dass man die nicht schändet, ist schon klar, aber... Ja, aber so, also ich finde auch immer so ganzes, dieses ganze große Gewese um den Tod, ich finde auch so, ja, komm, Krematorium, dann oder vielleicht mal, noch Organe verwerten. Ja, das vorher im besten Fall natürlich. So, jetzt haben sie ja immer dieses Chiralit oder so, haben sie ja immer irgendwie gesagt, was ist das denn? Also das irgendwas so scheint das ja mit Leichen zu tun zu haben. Chiralium density in the area is climbing rapidly. Heavy timefall is imminent. Get back here. Wahrscheinlich, wenn der auftritt, dann kommt der Zeitregen. Mhm. Also machen sie es irgendwo abgelegen. Ja. Welche andere? Das, so. Das Baby oder was? Nein, das Baby. Das kaputte Baby. Zu doll geschüttelt. Wenigstens das ist realistisch. Also. What's this? BB-28. It's the unit Igor was assigned. Igor? It was hooked up to you when we found Igor kenne ich. But why is it here? Because it's flagged for disposal. Central Knot's gone and our headquarters along with it. Because that thing didn't do its job. It's locks. Gesundheit. Oh, nicht das Baby. But it's still alive. The thing didn't do his job. Pity it if you want, but the decision has been made. It has to go. The director approved the order. Aber ich mag mein Baby. Also Igor war jetzt kein anderer Spieler, aber da hat uns das hier schon mal ein bisschen beigebracht, wie das funktionieren würde dann mit Leitern von anderen Leuten und so. Also habe ich jetzt gerade meine Likes verschwendet? Ja. Habe ich das richtig verstanden? An einen computergenerierten Charakter? Aber das ist ja, keine, also das ist ja kein Vorrat, den du auch brauchst. Nee. Du kannst ja liken. Och nö. Da sind sie wieder. Ich habe schon gedacht, Mann. Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Genau. Können die uns nicht mal 20 Minuten in Ruhe lassen? Okay, in der dritten Folge haben wir keine gehabt. Da hatten wir andere Probleme. Tote Mutter. An die wir uns nicht wirklich erinnern, irgendwie. Aber irgendwie doch.
ein Foto mit von ihr in der Tasche die ganze Zeit. Keine Ahnung. Sam, Sam, do you copy? Damn it. Was, kopiere ich? Sam, what's your status? Kyrillium density is still increasing. My status is fucked. My status is fucked. No, they're closing in on my position. I have to move before they realize I'm in here. Sam, if one of those things eats you, it'll trigger a void out. You'll come back, sure, but the surrounding area will still be a crater. Ja, das darf nicht mit der Einäscherungskrematorium-Geschichte da passieren. Ich benutze das, Bibi. Genau. Und das ist wahrscheinlich ein besonderes Bibi, weil das sieht immer Mads Mikkelsen. Und der hat ja eine der wichtigsten Rollen im Spiel, soweit ich weiß. Kann das nicht ganz unbedeutend sein. Start with shit. Maybe you are defective. Da schlägt doch der Scanner an. Do your thing. Do your thing. Entdecke komische Stranded. Da sind echt viele. Fuck. Kriegen die auch was zu essen, die Babys? Oder ja, hast du da irgendwo einen Stöpsel reingezogen vielleicht? Die sind Nährlösung vielleicht. Was reinge... Kehre zum Verteilerzentrum von Thousander zurück. Nee, also du gehst da nicht raus. Du gehst da nicht raus. Hase, du bleibst hier. Hase, du bleibst hier. Also wir müssen jetzt wieder dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Soweit ich das sehe, jetzt müssen wir hier so rechts in... Nee, ist ja fast da rein, also genau, wir waren ja vorher hier. Okay, dann machen wir das, aber wieder mal in der nächsten Folge. Jede Folge rennen wir einmal hin und her zwischen diesen beiden Orten. Ja, so ist das bei Death Stranding. Gewöhnt euch dran. Und wenn ihr jetzt schon verwirrt seid, dann freut euch mal auf die nächsten 100 Folgen. Wir sind vorhin gar nicht so gekommen, wo wir eigentlich gehen wollten. Also wir sind so über den Hügel, wir hätten eigentlich außen rum. Stimmt, wir wollten ja eigentlich da so rechts aber lang. Vielleicht wäre man da auch irgendwie lang gekommen. Na gut, aber wir können ja jetzt gucken, ob wir die Leitern wieder benutzen können von Igor. Ja. Dem gehört ja eh unser Baby, also... Das ist unser bester Freund, auch wenn wir ihn nicht kennen, weil er tot ist. Naja, egal. Vielleicht auch nicht. Gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.